Kapitel 2. Die Kategorien des Schirk. Das Studium des Tauhid kann nicht als vollständig gesehen werden, solange man keine sorgfältige Analyse seines Gegenteils, des Schirks, durchgeführt hat. Einige Anmerkungen über Schirk wurden schon im vorhergehenden Kapitel gemacht. Anhand von Beispielen wurde gezeigt, wie der Gedanke des Tauhid zerstört wird. Im Folgenden wird Schirk als separates Thema behandelt, dessen immense Bedeutung Allah im Koran bestätigt. Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm Götter zur Seite gestellt werden. Doch er vergibt das, was geringer ist als dies, wem er will. Sura An-Nisa, Vers 48. Da Schirk an sich den eigentlichen Zweck der Schöpfung leugnet, ist die Sünde des Schirk bei Allah die schlimmste aller Sünden und unverzeihlich. Schirk heißt wortwörtlich Partnerschaft, Teilhaben oder Beigesellen. Im Islam bedeutet es das Beigesellen von Partnern zu Allah, ganz gleich in welchen Formen. Die folgende Analyse des Schirk basiert auf den umfassenden Kategorien des Tauhid, die bereits zuvor detailliert dargelegt wurden. Daher werden wir zunächst die häufigsten Formen des Schirk im Bereich der Rububiyya, also Herrschaft Allahs, näher betrachten. Danach im Bereich von Al-Asma wa Sifat, also der göttlichen Namen und Eigenschaften. Und schließlich in der Ibadah, dies bedeutet im Gottesdienst.